Hopp, hopp, hopp. Kober unterwegs. Sie haben jetzt noch zwei Runden. Das Podest, die schnellsten drei Damen hier am EKZ Cup in Hittnau auf dieser beschwerlichen Runde. Bravo! Ja, wenn man gewinnt, dann ist es eigentlich immer gut gelaufen. Ich habe eher das Gefühl, ich sei die Schwächere gegen Zara. Aber sie hat angegriffen und ich konnte nachher kontern. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Ja, ich bin eigentlich das ganze Rennen mit der Kathrin Leumann zusammengefahren. Bis am Schluss, wo sie die Attacke gestartet hat. Anfangs bin ich mit der Linda in der Gand. Ist sie vor mir gewesen, hat sie aber nicht können holen. Sie war schneller unterwegs als ich. Sie hat einen kleinen Defekt gehabt und dann konnte ich ihr vorbeiziehen. Und dann einfach können das behalten, das Tempo. Zum Glück. Endlich ein Podest.